Hallo, ich bin Rotkäppchen und bei mir fing alles mit der Brotfabrik im Sommer 1997 an. Am 12. Juli war ich auf der Love Parade hier bei uns in Berlin, war eine Goldelse. Danach bin ich 14 Tage in Urlaub gewesen auf Korfu. Und dann bin ich am 29. und 30. August bei euch in der Brotfabrik gewesen. Das erste Mal. Und für mich war das ein riesengroßer Erfolg. Jawohl. Weil ich bin danach sehr, sehr oft immer wieder bei euch gewesen. Es war toll bei euch. Wirklich wahr. Am allerbesten hat mir gefallen, dass bei euch alles Bäcker waren. Ja, da waren lauter Bäcker. Aber ist ja eigentlich auch logisch in einer Brotfabrik in Bonn-Beuel. Das fand ich sehr skurril. Alle hießen sie Bäcker. Ich kann mir sowieso Namen nicht so gut merken und darum war das prima, dass alle Bäcker waren. Aber ich bin mit ganz vielen anderen Inszenierungen auch noch bei euch gewesen. Was ist denn da? Was ist denn? Was ist denn da los? Was ist denn? Das ist die Alike aus dem Weißen Hammer. Da muss ich jetzt mal gehen. Kleinen Moment mal so, warte mal so. Eigentlich bin ich hier doch gebucht worden für diese Aufnahmen. So, hier. Ich bin die Alike aus dem Weißen Hammer. Was hat die? Ach. Das war Rotkäppchen hier, ne? Ja, guckt euch das mal an hier. Ein Pappkuchen mit Stecknadeln drin. Als Liebesperlen getarnt. Naja, das ist ja alles Theater. So, also ich habe mich sehr gefreut, hier auch mit der Inszenierung Weißen Hammer und Heiße Wammer gewesen zu sein. Das war ein paar Jahre später. Übrigens, ich weiß gar nicht, die ist 2 Jahre älter als ich. Die ist 1992 geboren, am 27. November 92. Und die sieht immer noch jünger aus als ich. Aber dafür hat sie eine schlechte Haut, das mit den roten Pünktchen im Gesicht, das ist wirklich... Naja gut, also ich bin 94 geboren. Als ich mal wieder hier war, vor 10 oder 15 Jahren, da hing in der Garderobe hing ein riesengroßes Bild von meinem Frauchen hier aus einer Inszenierung der Summerer. Das hat die auch ganz besonders gefreut. Die Garderobe, das ist ja so ein Höllenloch, aber auch ein Rückzugsort. Ich habe ja die Renovierung noch mitgemacht, nicht? Und dann haben wir später in dem neu renovierten Garderobe haben wir sogar eine Lesung gemacht. Ja, wirklich, da haben wir in den Spiegel reingeguckt, haben gelesen und hinter uns saß das Publikum. Das war ganz verrückt. Und am schönsten war natürlich noch damals die, ach, was haben wir gefeiert, in der Gästewohnung bei der Schwester, glaube ich, vom Oberbäcker. Die hatte noch im Hinterhaus, hatte die noch so ein paar Zimmerchen mit ein paar Betten und da haben wir nächtelang durchgefeiert. Das war wirklich gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben da schöne Liederabende. Also wir haben da gegrölt bis morgens früh um 6:30. Ja, das war sehr schön. Also ein ganz besonderes Erlebnis war, als mein Frauchen hier, die war mit der Inszenierung Reise ins Paradies oder Als die Welt noch jung war, da war die zum großen Festival da eingeladen und das war auch wunderbar. Das war auch so schön, dass da in der Vorstellung eine Zeichnerin war, die so Szenen einfach zacki, wutz, 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 einfach so auf ein Stück Tapete hat die mit der Kohlezeichnung. Also das war auch was ganz Besonderes, wirklich, das war ganz was Besonderes, wirklich war. Wenn ich hier Chef wäre, ich würde ja einfach noch einen Saunaclub anbauen und vielleicht einen Swingerclub. Also das wäre für mich so die richtige Sache.
Alice, nun ist mal gut. Komm, ist gut. Ja, also ich wollte doch auch mal, das kann doch wirklich... Ich grüße euch ganz lieb aus Berlin und macht weiter so und seid immer noch so lieb und seid so fröhlich und toll und hilfsbereit. An alle ganz, ganz liebe Grüße hier aus Berlin. Ciao.